So. Ja gut, dann sammel meinetwegen Tetrahydrit, Hauptsache irgendein Erz. Gerade waren wir noch beim Sphalerit, jetzt sind wir beim Tetrahydrit. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ach, könnten doch Tomaten sein. Gott sei Dank, es sind Tomaten, so brauchen wir keinen zusätzlichen Slot in der Tasche. So kann man natürlich auch sein Gemüse erfarmen. Wer braucht schon einen Bauernhof, bitte? Wir werden dann auf jeden Fall bei Gelegenheit hingehen und einen riesigen Bauernhof anlegen. Und wenn ich riesig sage, meine ich riesig. Ja, weil, wenn du bedenkst, was es hier an Pflanzenarten gibt, wie ist das eigentlich im Winter? Es gibt ja hier, nee, diesen Kalender, wo war er denn da? Theoretisch gibt es ja auch irgendwann dann eine Winterjahreszeit. Verrecken dann die ganzen Pflanzen? Oder wie handelt sich das? Das wäre mal nicht uninteressant zu wissen. Weil nicht, dass wir jetzt hier so einen riesen Bauernhof aufbauen, alle unsere Pflanzen da schön in die Erde hauen und dann kommt der Winter, bevor wir ernten können und alles ist im Eimer. Naja, wir warten mal ab, was passiert. Wir haben ja so ein paar Pflänzchen und ich glaube, bis zum Winter haben wir noch ein paar Tage Zeit. Ich hoffe, dass wenigstens die Schweine ferkeln, bevor der Winter da ist. Der Winter naht. Und er wird kalt. Apropos kalt. Uns wird auch langsam kalt, deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg Richtung warme Heimat. Und diesmal ein bisschen straighter und lassen uns nicht mal ablenken. Denn eigentlich haben wir ja alles, was wir. Okay, ein bisschen ablenken lassen wir uns doch noch. Im Prinzip haben wir ja alles, was wir auf dieser Tour sammeln wollten, nämlich einen Basaltstein. Moment, hier haben wir wieder einen Erzspot. Wenn wir halt durch Zufall so eine Erzregion finden, müssen wir das leider ausnutzen. Ich weiß, dass es stinklangweilig sein muss, mir dabei zuzuschauen. Deswegen quassel ich schon die ganze Zeit ununterbrochen irgendeinen Blödsinn, damit ihr wenigstens nicht einfach ein stummes Bild habt. So, ich habe jetzt aber auch keine Themen. Über welche Themen sollen wir reden? Keine Themen parat, über die man großartig diskutieren könnte. Deswegen spare ich mir, dass mir da jetzt irgendwas Haarsträubendes an den aus den Fingern zu saugen. Und es wird nachts. Nachts sind wir losgegangen und nachts kehren wir zurück. Aber mit einer Tasche voll Erz und einem Basalt. Und wehe, das funktioniert jetzt nicht. Dann hau ich dem Bajox einen auf die Schnauze, wollte ich schon sagen. Aber ich weiß nicht, wo er wohnt. Deswegen muss dann irgendwer anders dran glauben. Wahrscheinlich werde ich ja meinen Frust in irgendeinem anderen Game auslassen. Ich fange schon wieder an, Steine zu klopfen. Entschuldigung. Okay. Naja. Wenn das mal gut geht, Oh, jetzt fängt es wieder an zu regnen gleich. Ich habe angefangen zu summen. Außerdem kriege ich langsam einen trockenen Mund. Normalerweise mache ich ja immer so halbe Stunde Sessions, also so sprich zwei Folgen. Dann mache ich kurzes Päuschen. Einmal quasi die Glieder ausstrecken, einmal räuspern, einmal husten und dann geht es in die nächste. Einfach damit man nicht in der Aufnahme quasi sich einen abhusten muss. Und im Moment merke ich, wie mein Mund doch extrem trocken wird und mein Kaffee ist leer. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Deswegen, sobald wir zu Hause sind, werden wir dann einen kurzen Stopp einlegen, nachdem wir unseren Amboss aufgebaut haben. Ja, das sei euch gegönnt. War das eine Kartoffel? Feuerzeug weg. Stein weg. Das war doch eine Kartoffel, oder bin ich bescheuert? Da. Was hatten wir weggeschmissen? Ach, Gneis kann weg. So, hey, Kartoffeln. Die nächste Pflanze, die wir anbauen können. Wir brauchen einen Bauernhof, der, ich weiß nicht, wie viele Hektar umfasst. Okay, also diese kleinen merkwürdigen Gänseblümchen am Straßenrand sind Kartoffeln. Wir haben einiges an Tomaten wieder mitgebracht. Hier haben wir noch mehr Lehm. Wir können uns eigentlich ein komplettes Lehmhaus bauen.
Lehmbricks, da müsste ich beim Wiki mal nachschauen. Oder wir testen das gleich einfach mal. Ob man die Bricks quasi backen, also den Lehm, was weiß ich, vier Kugeln aneinander und dann. Wir improvisieren das. So, jetzt werden wir etwas tun, was wir noch nicht ganz so oft gemacht haben. Wir werden jetzt schlafen gehen. So. Tür zu, auch wenn wir noch keine Fenster haben. Ja, kümmern wir uns jetzt gleich mal drum. Knack. So, ein bisschen die Finger knacken lassen. Dann schauen wir jetzt mal, ob unsere Ferkel gekalbt haben. Ich meine, ob unsere Schweine geferkelt haben. Es würde mich sehr irritieren, wenn unsere Ferkel Kälber kriegen. Es sieht nicht nach einem vollen Schweinestall aus. Kinders, hier, ich mache euch auch für nachts ein bisschen Licht. Dann braucht ihr keine Angst haben. So. Da habt ihr nachts ein bisschen Licht. Könnt ihr abends noch ein bisschen lesen. Lecko Fanny, wie lange brauchen die denn? Das ist ja schon. Das ist schon böse, möchte ich mal sagen. So, erstmal gucken. Ja, es kann sich doch schon so langsam sehen. Was? Ach so, Tetrahyder-Dingsbums. Na, die Planken können wir weg. Da können wir im Moment eh nicht so wirklich viel mit anfangen. So, einmal zu unserem Mülleimer. Dafür ernten wir jetzt mal eben hier ein bisschen, damit das wieder in die Höhe sprießen kann. Ne, die Planken will ich jetzt nicht einsammeln. Dann pflanzen wir hier auch noch ein bisschen was. So, wir pflanzen rund um unser Haus, pflanzen wir Zuckerrohr als Tarnung. Und jetzt gehen wir hin, schnappen uns das Glas, sobald mir einfällt, wo ich es hingelegt habe. Da. Ein paar Scheiben brauchen wir ja noch. Wir fangen mal langsam an und gucken, wie weit wir kommen. Ich will jetzt nicht übermäßig viele Scheiben machen. Aber es wird so langsam. Boah, nee, voll das Pappmaul im Moment. So, theoretisch käme dann ja hier auch eine Scheibe hin. Ne, so. Ja, passt schon. Was ist denn das eigentlich für ein Holz? Das war nicht das Sycamore, ne? Die Säge für. Entschuldigung. Ich muss mir unbedingt mal hier irgendwie so einen Plan machen, welches Holz welches ist. Sind die das? Wir testen es jetzt einfach mal. Ja, das sind die ja, ne? Warum zur Hölle habe ich dann hier noch nicht weitergebaut? Na gut, wir sortieren erstmal hier so ein bisschen ein. Ach komm, das kommt jetzt. Wir müssen mal. Ich pack das jetzt erstmal alles hier rein. Und dann schauen wir bei Gelegenheit nochmal, wie wir das jetzt wirklich machen. Erstmal. Kupfer haben wir noch ein Stack. Nee, aber ein so ein String, ein scheiß Auge, aber ich weiß nicht, wofür man das eventuell noch brauchen kann. Das ist das Problem. Birken, bla bla bla. Brauchen auf jeden Fall die Säge, die komischen Gussformen können erstmal wieder hier rein. So. Die rohen, wir schleppen Rot-Kalamari mit. Das ist echt der Gipfel der Beklopptheit. So. Die Tomaten, die stecken hier. Weizen. Ach, wir haben kein Weizen an sich mehr, ne? Aber das passt da rein. Hä? Boah, jetzt ist das in dem. Boah. Ehrlich, den Reis zerlege ich jetzt. Den mache ich zu Beuteln. Da haben wir nämlich welche von. Nein. Hier den Reis. Der muss natürlich erst gedingst werden, so. Haben wir schon mal ein bisschen Reissaatgut, der überhaupt nicht da reingehört, sondern hier rein. Meine Fresse. Kann mal bitte einer anfangen, hier aufzuräumen?
Draw, bla bla bla. Okay, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Platz in der Tasche und können uns nochmal so ein paar Kisten machen. Das wird jetzt wahrscheinlich eine totale Überfüllung. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel machen. Ich will lieber... Machen wir erstmal 10. Und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Okay, da brauchen wir definitiv noch ein paar mehr. Gut, da geht noch was. Arbeiten wir uns mal immer so in 8er-Stacks vor. Ja, perfekt. So, und damit steht im Prinzip die Fassade unseres Hauses. Aber wir brauchen noch 4 Fenster. Ja, das ist jetzt natürlich zum Kotzen, ne? Wir haben theoretisch, wenn wir jetzt Glas herstellen, 16 Stück. Aber wenn wir da nur 4 einsetzen, ja, müssen wir machen, damit es komplett ist. Egal. So. Sagt mir bitte noch, dass ich irgendwo hier noch Glas liegen habe. Nee, okay. Kommt da einfach rein, komm, was soll's. Was juckt die deutsche Eiche, wenn die Sau sie an ihr schuppt, hat mein Lehrer immer gesagt. Was wollten wir denn als nächstes? Ach ja, den Amboss. Wir testen jetzt mal, ob das... Wir brauchen einen Hammer. Dann nehmen wir mal eben hier einfach... Wir haben ja ein bisschen Stein auf Vorrat. So, da wir von Stein sprechen, wird der natürlich ausgestanzt. Gut, dann brauchen wir dafür noch ein Sticky. So, und jetzt, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme und sag mir, dass das jetzt ein Amboss wird. Ah, ja. Jawohl. Gott sei Dank, wir haben zumindest schon mal einen Amboss. Das ist ja schon mal etwas. Heidewitzka. So, ich würde es jetzt feiern, aber wir haben gerade anderes zu tun. Achso. Den Hammer können wir mal hier direkt reinlegen. Der kann dann erstmal da bleiben. Eigentlich sieht man den auch. Halt, Moment nicht. So, Flux haben wir. Onion Seeds. Wir hatten in der anderen Kiste doch auch Onion, ne? Ne, Oat. Och, Mensch. Das sieht doch eh alles gleich aus. Bim, 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 bim. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir nehmen jetzt erstmal hier eine Wessel. Das ist die mit den Barren, die wollen wir jetzt im Moment nicht. Was ist mit der? Die ist leer, wunderbar. So. Wir haben theoretisch 4 Slots. Ja, komm. Was soll's. Packen wir die 4 Sachen da rein. 1, 2, 3, 4, so. Damit wir hier einfach ein bisschen Platz wieder in der Kiste bekommen. Das Gedöns, da müssen wir auch nochmal überlegen, was wir damit machen. Ich wollte mal ausprobieren, was eigentlich passiert, wenn wir Lehm im 4er-Paket. So, das würde ja theoretisch einen Lehmklumpen ergeben. Jetzt ist die Frage, können wir denn, wir versuchen erstmal nochmal was anderes. Nochmal ein bisschen Opferholz hier rein, das nehmen wir mal kurz raus. Schmeißen das mal an. Und einfach testweise hätte ich jetzt gerne mal... Okay, da passiert gar nichts. Dann können wir das Holz auch wieder rausnehmen. Nehmen das Messer und unsere Wolle. Wie war denn das nochmal? Musste man das nicht irgendwie... Ach nee, dafür hatten wir ja diese komische Extra-Tool da. So, ach Mensch. Gut. Na, Mann, Mann.
Jetzt werde ich hier, jetzt kriege ich hier wieder den nervösen Zeigefinger quasi. Und damit können wir arbeiten. Daraus können wir dann nämlich 10 Stoffe machen. Ich weiß noch nicht, was wir mit den Stoffen anstellen. Bum, 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 bum. So, wir haben einen Amboss. Wir haben Fenster. Wir haben Türen. Ein bisschen Licht könnten wir gebrauchen. Einen Fußboden bräuchten wir theoretisch auch noch. So, die Nebentür kriegt nur da eine Fackel. Hier machen wir jeweils über das Mittelfenster. Und hier einfach, weil wir es können. So, ein Dach haben wir noch nicht. Aber es wird so langsam. Und damit verabschiede ich mich erstmal aus dieser Aufnahme. Es wird Zeit, einen neuen Kaffee zu machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Bleibt dran und bleibt mir gewogen.